make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Aber cool, jetzt hängen hier erstmal ein Lurch und ein Häschen. Jetzt können wir, glaube ich, sowieso nicht schlafen. Mann, ey! Oh, ein Lurch. Rüstung in der Hasenfalle. Ist so. Da krieg ich den jetzt auch nicht getötet. Du kannst raufhauen einmal. Und dann bitte wieder mit einem Reparaturhammer reparieren. Kannst du das mal machen? Ich nehme mir einen Stick zum Neuaufbauen, scheiße. Ich hänge den Leuchter eben auf, ne? Ja, ich mach da eben nochmal ein neues Ding ran. Ah, das ist ein Stick, sehr schön. Hab ich ja eben extra gesammelt. Ah, sehr, sehr gut. Ich hatte meinen letzten Stick, habe ich ins Effigy gehauen. Ach so. Na. No. Ja, deinen letzten? Ach so, wir brauchen aber noch 6. Ja, ich sage auch nur meinen letzten. So, lass mich mal belegen. Ich baue mal weiter Wände ran, ne? Wäre am besten. Aber wirklich um die Hütte herum und keine Ahnung, irgendwie fehlt da noch ein bisschen mehr. Ja, du, ich dachte, wir planen das jetzt nach und nach so ein bisschen. Aber wo ist denn jetzt. Ach nee, das war nicht eigene Wand, das war. Wo ist denn die andere Wand jetzt? Blind? Eigenes Dach, Plattform, Treppe. Haben wir die Stümpfe? Ach doch. Die Stümpfe kann man doch wegmachen. Ja, kann man. Was? Hat so lange gedauert, deswegen dachte ich, das geht nicht. Ja, ist ganz komisch. Ich dachte, die verbinden sich immer. Oder nicht, weil es ein Fenster ist, eine Dings. Kann das sein? Wie bitte? Ja, ich dachte, die verbinden sich immer grundlegend, aber anscheinend nicht, wenn das eine ein Fenster ist und das andere eine Wand. Habe ich so das Gefühl? Das verwendet sich allgemein nicht. Oh, ich hasse es. Ihr verwendet es anscheinend nicht immer. Okay. So sollte nicht gehen. Wenn nicht, kann man den kaputt machen. Nö. So. Hässliche Stickies rangemacht. Sehr, sehr schön. Hast du welche für den Hasenkäfig, ja, ne? So, da ist schon wieder ein Hase drin, ne? Ja, geil. Alles Fleisch zum Aufhängen, das ist richtig gut. Oder zum Grillen, je nachdem, ob man Hunger hat oder nicht. Ah, wird ja kommen, wenn wir so einen Hasen grillen können, ne? Halt mal das Feuer noch an. Nicht. Machen wir eben das Feuer wieder an. Na, ich setze jetzt auf jeden Fall nochmal ein Stück dahin. Ich nehme mal einen Hasen raus jetzt. Und schauen wir, ob man ihn einfach so draufsetzen kann, ja? Warte, die muss ich erstmal zu sein. Nee, kann man nicht. Das heißt, du musst ihn wirklich im Käfig schlachten. Und ausnehmen. Aber. Das heißt, jedes Mal dann reparieren. Aber dann töte ich doch alle Hasen noch nicht. Möglich. Ich halte mal das Reparaturwerkzeug in der Hand. Nee. Wie macht man das denn am besten? Oder mit Pfeil und Bogen? Auch nicht. Wie kält man denn so einen Kanicker jetzt, ohne Witz? Und warum ruckelt mein Speer nicht gerade so, ohne Witz? Kannst du das Kanicker draufsetzen? Aber ich kann es mir nehmen. Weggenommen. Fang das Kanicker.
Vielleicht weiß der Snake da irgendwas. Hast du da eine Idee, Snake? Weil wir haben jetzt hier welche gefangen, aber wie man die jetzt tötet, ist ja eine Frage. Sollen das Mebu, Mebu heißen? Das war dieses, er hat das Geräusch nachgemacht von den Villagern, wollte ich gerade sagen, von den Einwohnern, Eingeborenen, Mutanten und Toten. Nee, ich wüsste halt echt gern, wie man die jetzt noch tötet. Das wäre noch ganz gut. Ja klar, die kann man hier rausnehmen, das ist schon klar. Und was machen wir dann? Oh. Oh nein. Wenn du den nächsten rausnimmst, musst du links klicken. Mach mal bitte. Oh. Und dann haben wir Fell. Alter. Ein Felllager gibt's ja. Das quietscht wohl. Was ist denn bei dem kaputt? Was hast du ein Gestell stellen? Was hab ich? Ja, hast du. So ein Fellgestell gibt's dann auch noch. Entschuldigung. Das tut mir vor, also eigentlich tut es mir schon so ein bisschen leid für das Häschen, ne? Sag ich ganz im Ernst. Aber andererseits, naja. Mal gewinnt man, mal verliert man, ne? Ist halt leider so. Ein Fellgestell? Ja. Achso, ups. Trockengestell? Baumstamm, Stocklager, Baumstamm. Felllager oder so. Felllager, hier. Hm. Das würde ich sagen, stellen wir direkt hier neben den Dings hin. Neben die Falle, oder? Wohin? Direkt unter das Fenster. Okay. Ja, kostet uns 20 Sticks. Ja, es ist grausam, oder? Hm. Was ist denn hier? Achso. Hm. Ja. Was denn? Ja, dann brauchen wir neue Sticks. Was machst du da? In die Luft hauen. Lass mich doch. Ja, aber krass. Also dann wissen wir auch, wie wir die jetzt töten. Hm. Ist halt mehr oder minder halt nicht. Ist halt nicht schön, aber. Irgendwie brauchen wir neue Stickbäume. Ach nee, die sind doch meistens hier vorne. Ja. Ich bringe nochmal ein paar Sticks nach Hause. Ich lage die erstmal in den Baumschlitten. Du. Im Baumschlitten lagerst du die? Okay. Jetzt gerade erstmal schon. Also die, nicht die Sticks, die Baumschlitten, die hier gerade rumlagen. Achso. Okay, ja. Danke. Was denn? Er hat einfach die ganze Zeit gehauen, obwohl ich nicht mehr gehauen habe. Ich krieg auch noch Baumstämme und Mass. Ja. Gott, haben wir viele Baumstämme. Ich fliege noch mal wieder rum, ne? Mhm. Aber cool, jetzt hängen erstmal ein Lurch und Häschen. Dö. Ich gehe da wieder nach oben, da liegen voll viele Baumstämme. War cool. Oder nimm erstmal die hier mit. Hättest du gerade Bäume oder wolltest du Stöcker holen? Ich wollte Stöcker holen, aber dann habe ich dann doch Bäume gefällt. Dann bin ich mal froh, dass die Dinger nicht despawnen. Hm? Also, viele Bäume, wie hier noch rumliegen.
Ja, du wolltest ja eigentlich nochmal hier eine Umrandung bauen. Ja, dann habe ich dir halt wegen dem Feldlager noch nebenbei geholfen und mit den Häschen geguckt. Selbst hier tief im Wald liegen noch Baumstämme. Entschuldigung. Sieben Stück brauchen wir noch, sagen wir. Was? Habe ich. Die Sticks habe ich dabei. Ich komme jetzt nach Haus. Ich komm. Dann musst du auch machen noch mehr Rand. Ach, da ist schon wieder einer. Einer? Vier. Und tschüss. Aber wo? Ach, da. Ich speichere mal ab und dann versuche ich mal, dass sie uns vielleicht nicht sehen. Vielleicht gehen sie auch so wieder. Checken wir mal hier in die Ecke. Man sagt nichts. Die gucken uns alle an. Ich sehe das durch den Schlitz. Wir alle vorne und rennen hier rum. Ich gucke gerade durch den Schlitz durch. Ich auch. Könnt ihr mal gehen? Ich müsste mal duschen. Die rennen. Renn weg. Ja, warte bitte noch einen Augenblick. Ja, ich guck nur hier, wo sie hinrennen. Ich seh's noch nicht. Oh, ich kann meine Felle ins Lager tun. Sie holen Verstärkung. Ja, toll. Aber wir müssen die Felle im Lager liegen. Selbst die Lurchfelle. Cool. Ich sollte mal was essen. Ich auch. Könntest du was erst neben reinholen? Haben wir was hängen? Mal eben komisch hingesnackt. Soll ich mal kurz was erst reinholen? Ein bisschen so. Ganz kurz draußen was holen. Ist schon voll mit Fellen, wirklich? Nicht voll, nee. Nur die Mitte ist voll. Du musst sie so wie das Fleisch auch einzeln dranhängen. Weg. Ich habe mal zwei Hasen draufgelegt. Okay. Die laufen draußen noch rum, sei vorsichtig. Und dann können wir rennen, Essen fassen. Müsste vielleicht fertig sein. Entschuldigung, war ich das? Nee, ich war das. Alles gut. Ah, Beine sind geschlafen. Oh. Oh, Essen. Guten. Das erste eisene geschlachtete Kaninchen. Okay, die scheinen gerade weg zu sein. Ja, sind weg. So. Also ich finde, hier kommt noch einer ran und dann gehen wir rum. Dann können wir hier noch Felder ranbauen und so. Ja, genau. Mach eben eins, ne? Kannst du schon mal Baumstämme holen? Wir haben ja da noch welche vorbereitet. Wie mein? Den Wagen herholen? Also den Wagen holen, ja. So. Wird doch gleich dunkel. Ja. So. Na, das war's, ne? Ja, aber so ist ein Ort, wie du es haben wolltest. Ja, genau, dann passen hier vorne nochmal schön Felder hin, wo man immer noch dran vorbeigehen kann. Ja. Dann können wir auch noch hier am Rand so ein bisschen Vogelhäuser anbauen. Das würde ich draußen machen, natürlich.
Echt? Ja, Für Pfeiler zum Beispiel? ja, wäre doch draußen sinnvoll, oder nicht? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Weil die fliegen hin und her. Ja, dann mach. Ist ja kein Thema. Wir müssen natürlich erstmal die Ich Wände weiß haben. nicht. Ich frag halt nur. Ich sehe nichts mehr. Say goodbye. Was machst denn du jetzt? Da, weiß nicht. Da. Ah, du musst aus dem Moderator. Da. Entschuldigung. So. Oh, wir haben noch ein Kaninchen. Ein paar Fenster sollten wir schon dran machen. Ja, ich hab's gehört. Wozu ein Hasenkäfig, wenn wir sie gleich schlachten können? Ich will die doch daran bauen, Mann. Oh, das daran bauen ist wirklich anstrengend. So. Da. Boah, Baummenü, bitte. Ärger mich nicht. Auch keine Beine mehr dafür? Du? Ich brauche nur noch Arme, ja? Läufst du da gerade rum oder sind die das? Nein, die sind das. Lauf. Da sind die hinterher, ne? Ach ne, du bist hier zu Hause. Ne, ich bin zu Hause. Toll. Erst speichern, dann schlafen versuchen. Oder? Mhm. Erstmal speichern. Und schlafen? Schlafen geht auch nicht. Abschlecken, ich würde sagen. Verkackt. So wie immer. Ja, irgendwie. Und dann ist es nicht so unser Ding, ne? Könnte besser gehen. Auf jeden Fall. Aber an sich sind wir gut dabei. Und, sehr, und du bist auch heute, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr mutig. Was ist das? Entschuldigung, ich habe nochmal das nachgelesen, wie du darauf gekommen bist, weil er dir, weil Snack dir geholfen hat. Du bist heute sehr, sehr mutig. Ich? Wieso ja. Heute? Ich sag dir, die rennen da los, rein. Ja, aber ansonsten. Bist halt mega fett panisch und still. Und heute bist du sogar noch kommunikativ nebenbei. Nein. Als ich dich. Also, wo ich Hallo geschrien habe. Als ich dich retten musste, war ich auch so. So wirklich so richtig angespannt, so keine Luft geholt. Und dann habe ich sie getötet. So war ich vorhin. Findest du das wirklich so schlimm? Ich meine, das ist ja trotzdem nur noch ein Game, ne? Trotzdem. Du erschreckst dich in Horror-Games auch. Ja, natürlich, aber du hast jetzt ja hier, läufst du durchgehend. Also, ich finde die Atmosphäre hier gar nicht so schlimm eigentlich. Die könnte schlimmer sein. Einzig wirklich heftige fand ich in den Höhlen so ein bisschen. Mhm. Ansonsten ist es ja eigentlich echt friedlich hier. Ja, sagt er und geht raus. Ja, ich war ja noch am Plan von den. Von dem Bauplänen hier. Die haben mich ja dabei gestört. Toll. Gerade bei unseren Fenstern hast du keine Fenster eingebaut. Wo denn? Also wir haben Fenster und gerade da hast du keine Fenster. Also hier hinten müssen wir auch keins haben, aber vorne haben wir keine. Bei der Mauer. Hier, oder? Ist doch nicht schlimm, also ich meine. Und da brauchen wir keine Fenster. Okay. War nicht gerade geil, dich zu sehen. Bei den Fenstern wurden keine Fenster reingebaut, hä? Bei den Fenstern vom Haus wurden bei der Mauer umrum keine Fenster gebaut. Das meine ich damit. Aber schön, dass du zuhörst. Also, aber ich glaube, ich hab manchmal das Gefühl, er hört besser zu als ich. Kann das sein? Ich finde das gut, dass er mir die Aussage zugehört hat. Ich habe mich unterbrochen, weil ich dachte, ich hätte ihn viel gehört. Nee, ist alles gut. Aber das geht nicht ganz auf hier. No. Nein. Time to. Achso, wir könnten gleich schlafen. Okay. Dauert noch einen kleinen Strich. Jo. Eigentlich. So ein flackernder Pixel. Jetzt geht das. Oh, Hilfe. Ich höre es. Jetzt können wir, glaube ich, sowieso nicht schlafen. Ich speichere jetzt, aber dann versuchen wir es.
Dann wachen wir auf in der Ruine. Lol. Weck dich. Das funktioniert. Und die sind weg? Hä? Wahrscheinlich, weil wir in einer Hütte sind. Ist aber ganz schön dunkel hier bei uns. Ja, gut. Ich meine, mehr kann man auch nicht, ne? So, ja, wir sollten mal so ein bisschen was essen, ne? Ja, willst du mal was auf den Grill schmeißen? Wir haben getrocknetes Zeug. Hast du schon getrocknet? Ja, ideal. Ich baue hier gerade noch ein bisschen was auf, deswegen. Also hier dran sitzen wir noch ein bisschen länger an dem Gebäude. Ich denke mal, du hast dich auf einen längeren Arm eingestellt. Ich stiefe hier mal ein bisschen rum, aber denk dran, die machen hier noch ihre Morgenläufe, ne? Ja, das ist okay. Ich hätte gern schon noch, glaube ich, noch hier auch noch mal eine Tür. Ja, hier. Da mach ich auch noch mal eine rein. Sag, du bist gerade rumgerannt. Nö. Ich stehe hier. Ja. Sind die wahrscheinlich. So. Ist das okay so? Ja. Also mir geht's halt wirklich darum, dass wir hier vorne so ein bisschen Platz haben, um was zu bauen. Ja, das haben wir. Hier haben wir ja quasi noch Feld. Oder Feldständer. Dann würde ich sagen, wir fangen wirklich hier hinten an, jetzt mit Bauen. Ja. Und dann gehen wir immer weiter nachher in die Richtung. Ja, super, dann müssen wir den hier aber eigentlich umstellen. Toll. Den Effigy? Ja, dann bauen wir wieder ab. Wir können einfach. Dann verlieren wir doch alles. Dann lassen wir ihn einfach hier behalten als ja. Andenken. Okay. Unsere ersten Toten. So. Let's go in the wild, yo. Let's go in the wild, yo. Ach ja, kein Stick. Ach ja, Hunger. Ja, wir haben hier nur einen stehen, ne? Trinken? Ja. Ich finde das eigentlich hier so. Du willst das Ding hier weghaben? Ich weiß nicht, es steht halt so. Weiß nicht. Direkt so bumm im Weg. Hey, hast du kaputt gemacht. Also hier so ein bisschen Freiraum wäre halt ein bisschen cool gewesen, das dachte ich halt. Jetzt hast du Freiraum. Du bist gerade schon wieder zickig. Jetzt hast du Freiraum. Mach das nicht so. Mach das nicht so. Halt die Schnauze, jetzt hast du Freiraum. Baumfeld. Cool. Sieht an sich schon mal ganz nice aus. Könnte eine richtige schöne Festung werden, wenn man da ein bisschen dann rumbastelt. Achtung, Baumfeld. Aber nicht in meine Richtung. Jetzt bräuchten wir nur ein paar Schildkröten, ne? Wir müssen noch mehr trinken. Oder wir kochen uns halt was. Wo ist denn jetzt der Wagen hin? Da. War dann vorbeigelaufen. Ja. Penner. Ich? Hä, du warst es noch höher hier? Ja. Dann musst du ja noch höher ansetzen, ne? Ja, das mache ich danach. Aber erstmal, ich würde erstmal gucken, wie das aussieht nachher. Aber an sich wäre das vielleicht ganz gut, das höher zu machen, damit die halt nicht rüberspringen können. Ja, eben. Gerade weil hier auch Bäume sind und so. Vielleicht wäre das nicht ganz so schön, wenn die dann plötzlich meinen, hey, komm, wir springen mal drüber. Hat schon blutige Beine, Madame. Hm? Du hast blutige Beine. Oh. Ein Vogel, der auf meiner blutigen Hand auftaucht. Wie süß. Meine Sachen werden auch nicht sauber. Ja, ich werde auch nicht sauber. Ich bin allgemein blutüberströmt. Ich konnte nicht baden die ganze Zeit jetzt. Oh, ich bin voll. Da.
Ich guck mal das Wägelchen. Wir müssen leider mal gucken, dass wir bald mal ein paar Pflanzen rankriegen. Ich habe noch Sonnenhutsamen, Heidelbeerstraußsamen. Aloe Vera habe ich. Ja, mach mal vielleicht ein bisschen Heilpflanzenmäßig. Dass wir auch noch bald mal ein paar Felder hier schon hinbauen, wo du sie haben willst. Nur Heidelbeeren, Sonnenhutsamen. Mehr nicht. Und Aloe Vera Samen, das hast du auch gekriegt, oder nicht? Nee, Aloe Vera, aber keine Samen. Ach, scheiße. Kann man die zusammen verarbeiten? Machen die dafür kaputt hauen? Mir ging es darum, dass wir es im Garten anpflanzen können. Deswegen meine ich ja. Muss man die kaputt haben für die Samen oder kriegt man die wieso? Das weiß ich nicht. Da. Mach kaputt, mach kaputt. Attacke, Attacke, Attacke. Baumfeld. Nee, das Bäumchen. Oh mein, bin sogar stick voll. Hammer. Schau mal, was gut ist. Jo. Geh kaputt. Entschuldigung. Hab ich gehört. Ja, trotzdem Entschuldigung. Achso, da war ich schon dran. Gott, so viele. Es kommt Fischer. Ja, ich hab sie gefunden. Und sie mich auch. Nee, warte noch nicht. Hä? Wo kommst du denn her? Ich war schon immer hier. Er haut. Ja, aber das vielleicht Psychos sind. Du Messi. Oh, nicht dein Ernst, Mann. Wie wenig ich aushalte gerade bei denen. Was ist denn los? Oh, Leute. Nein. Da ist gerade ein Stein bei dir. Ach komm schon. Habe ich dich wieder heil? Nö, ich bin down. Immer noch? Bei mir steht Stay Survived. Was? Ich bin komplett down. Super. Ja, bin ich jetzt auch raus. Ja, du bist von einem Flugzeug, ne? Du bist wahrscheinlich jetzt alleine da. Ne, jetzt bin ich alleine da. Ja, ich kann das nicht ändern, tut mir leid. Ich komme gleich wieder zurück zu meinen Sachen. Ja, dann mache ich alles kaputt gerade. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin auf dem Weg. Noch schnell was essen und geht los. So. Todespunkt dahin. Ah, wie nervig. Aber du bist sicher? Sicher würde ich das nicht nett. Ah. Ja, soll ich jetzt ins Wasser schwimmen, sag ich mal so. Ja, vielleicht ganz gut. Ja, Rip würde ich auch sagen. Aber die machen gerade alles von uns kaputt. Ich bin auf dem Weg. Denke, ich bin gleich da. Mach die anderen Sachen kaputt, ich mach den Strohhäuser auch nicht kaputt. Ja, also kurz vorm Tod, deswegen bin ich jetzt gerade lieber ins Wasser. Ja. Ich kletter mal oben drauf vielleicht. Beeindruckt die das so ein bisschen. Vorsichtig, die stehen hier. Du? Ja. Da sind noch mehr. Ja. Er ist down.
müssen wir jetzt alle Teile machen, ne? Ach nee, ich wollte ja oben bleiben, um Medizin zu schlucken. So, mein Rucksack habe ich wieder. Natürlich ist meine Axt jetzt nicht mehr so geil wie vorher. Warum? Ja, ich hatte ja vorher Federn dran gehabt und alles halt, ne? Na komm her. Trau dich. Kannst du euch herkommen? Ja, mach ich gerade. Einer ist noch. Tut mir leid. Was denn? Ich riskiere da lieber das Haus, als zu krepieren. Alles gut. Einer ist noch hier. Hier drinnen, ne? Nee, hier draußen. Da kommt er. Ich repariere mal eben. Mach mal. Versuch den Typen zu jagen, der ist gerade auf den Baum geklettert. Autsch. Kannst du gerne mal die beiden Typen auseinanderhauen? Kannst du gerne die beiden Typen gleich mal auseinanderhauen? Ich will jetzt erstmal heil haben für den nächsten Angriff. Da kommt er. Mir? Ja, er kommt zu dir. Er ist bei dir. Ah, ja, das Ding ist. Ich hab gerade eine Reparatur in meiner Hand. Ach, nee, schon wieder. Nee, hör auf. Hey, ich hab doch ge. Mann, ey. Wozu verteidige ich, wenn er mich trotzdem wegballert? Hä? Das ergibt voll null Sinn. Danke. Der tot? Ja, hier. Freudige Missgeburt. Entschuldigung. Er hing noch bei dir und hat dich noch angestarrt wie so ein Perverser. Ey, ist das geht voll auf den Keks, ne? Ich meine, ich safe und trotzdem. Was im Sinne Forest? Ja. Eigentlich schon. Das nervt mich, also dieses. Ich save wirklich, ich blocke und trotzdem juckt es ihn einfach mal null. Das sind für mich so unverständliche Sachen, die einfach gehen müssen. Da gibt's kein, das könnte vielleicht mal gehen. Nein, es muss funktionieren. Gerade bei den ganzen Mengen an Gegnern muss es funktionieren. Hier dann eine Wand weggehauen. Einfach noch hinschön. Ich guck grad, was sich noch reparieren lässt. Also unser Trockenständer ist schon wieder ganz weg. Ja, das ist echt ein merkwürdiger Snack auf jeden Fall. Den Bug habe ich auch schon öfter mal gesehen. So, noch 5 Köpfe. Den Rest können wir aufhängen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Trockengestell, was wir nicht mehr haben. Hurra. Wir haben unser Trockengestell kaputt gemacht. Nicht gesehen. So langsam brauchen wir irgendwas für Wasser auch noch dazu. Oh, hier ist doch noch einer. Was? Ein Typ. Echt? Ja. Achso, ja. Das ist klar. Hast du noch... Nee, brauchst du nicht. Schon gut. Ih, das ist einer mit angenähten Kopf. Ich krieg seinen Kopf nicht ab. Doch, musst du noch richtig draufhauen. Jetzt. Was sind aber die mit den Masken im Endeffekt? Ich hab den ständig, was meinst du? Den Bug meinst du? Wir brauchen noch ein Gestell. Ja, das andere, was wir stehen hatten, habe ich halt weggeschmissen. Hab ich ja kaputt gemacht. Soll ich ihn noch ins Neben stellen?
näher oder wie? Ja, hier. Direkt daneben. Komm mal hier. So. Muss erstmal wieder rauskommen. Dann musst du die Seite neu laden. Okay. Ja. Wie, dann musst du die Seite neu laden? Was? Ja, aber dann musst du die Seite neu laden. Ach so, das meinst du? Okay, ich dachte gerade so, hä? Wie? Ach so. Ja. Heute frühstücken wir Eingeborene. Netzwerkfehler. Ja, das ist bei Twitch momentan echt super. Der Hammer. Haben die halt öfter. Haben wir jetzt das drin oder nicht? Nee, ne? Nee. Ich wollte gerade sagen, also vorne würde ich auch eine Tür haben, aber du hast hier ja schon eine Tür. ja, genau. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück. Achso, ich soll vielleicht mal mich irgendwie heilen. Wenn man die Rohen isst man dann, ne? Wie meinen? Kann die nicht irgendwie so essen? Nee. Die kannst du nicht so essen. Ach, getrocknet, ne? Also die hier sind verdorben, die grünen. Welche grün? Die habe ich jetzt schon abgenommen, aber eben war eine grüne. Die waren verdorben. Naja, verdammt. Ich nehme mein einmal Medizin hier. So heile ich mich mal eben nebenbei. Das ist nämlich. Es ist nervig, keine Ahnung, warum, wieso der bei mir so viel Damage gemacht hat. Du bist das, oh Gott. Haben wir schon einen Knochenständer? Die haben wir noch nicht. Aber jetzt, wo die wissen, wo wir sind, kommen die öfter her. Ja. Damit kannst du rechnen. Ich hab eben zwei Arme raufgelegt. Oh, auf dem Grill? Mhm. Ich komm. Butter! Bitte nicht ins Feuer rennen. Nee, nee. Das ist das Einzige. Sondern. Yes. Butter, danke schön. Er krepiert erstmal. Achso, du meinst von den Viechern her? Snake? Also wir wissen halt, dass es noch so einige andere gibt, wir haben ja schon mal so ein bisschen was gesehen, so ist ja nicht. Aber wenn du irgendwas hast, dann... Ja, hau einfach raus. So, das Ding ist glaube ich voll. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück, ja, ist voll. Wird doch gleich dunkel. Hauen wir die nochmal eben ein. Gleich so von Reihe zu Reihe, ne? Damit die mal die Ständer hier in Ruhe lassen. Ja. Ja, dass die nebenan auch vorbeikommen, ist klar. Das weiß ich ja. Da müssen wir dringend gucken, wie wir die kaputt kriegen. Weil bevor, wenn die hier halt kaputt machen, wäre ja schon echt kacke, ne? Dass sie denken... Die vorne haben sie noch so viel Freiheit. Ja. So würde ich persönlich jetzt gerade eigentlich immer drinnen bleiben. Können eh gleich mal einen Break machen, würde ich sagen. Oder was meinst du? Ja, schon. Ist hier was drin, oder? Nee. Guck mal kurz ins Deck. Warum? Damit wir nochmal noch unsere Falle aufstellen können.
Ich ist hier nichts mehr für die Ma. Hier hab ich aufgehoben, sehr schön. So. Ja, da geben. Doch kein einziger Stick mehr rum, ne? Ne, aber ich hab schon alles gut. So. Dann können wir mal reingehen, sagen wir ein bisschen. Ja. We'll be right back.